So, herzlich willkommen zur weiteren Folge von Starbound Multiplayer. Immer noch dabei ich, der Max und der Dave. Hallo! Und in der letzten Folge, genau zum Schluss, hat sich ein Bild für die Götter bei mir hier ereignet. Und hier draußen sehe ich nämlich auch schon was. Nein! Da flogen genau Dave seine ganzen Items hier den Berg runter. Genau vor meine Füße. Nein, Mann, diese Schadenfreude, Drecksack. Er ist also genau über mir gestorben, als er mal wieder irgendwas erkunden musste ohne mich. Conny, ohne dich hätte ich heute zugekommen. Da war aber einfach nur ein unfassbar krasser Hügel. Ich hab den Hügel unterschätzt. Und jetzt ist er gerade dabei, seine Sachen wiederzuholen. Also ich. Außerdem versuchen wir ja eigentlich hier irgendwo in eine Base zu errichten. Aber weit zu mal, hat er noch nie gekommen. Genau, also jetzt musst du erstmal deine Sachen wiederholen. So, also ich bewache hier auf jeden Fall deine Sachen unten. Bewachst du? Ich bewache die. Die klaut dir niemand. Ich musste mich jetzt hier echt ein bisschen durch den Berg bauen. Hier oben ist so eine tricky Kante. Das ist hier hoch. Und auf dem Weg hierher waren so viele Monster. Ich sagte, die ganze B12 Luftwaffe. Das ist ja mal der Hammer. Ich habe gerade den. Ach nee, ich wollte gerade sagen, hier ist ein Tropf-Sound vom Wasser, aber das ist ein Monster, was eingesperrt ist in der Höhle. Okay. So. Sehr spannend. Also unsere aktuelle Quest ist übrigens auch, jetzt hier auf dem Planeten Teile zu finden, Ersatzteile, um unser Schiff wieder zu reparieren. So. Nein! Na, aber jetzt sind zumindest alle Sachen schon mal unten. Sehr gut. Dann musst du nur noch zu mir hier runterkommen. Oh. Aber kannst du dich nicht gleich vom Schiff aus direkt zu mir beamen? Oder weil ich unter der Erde bin, müsstest du dich ja dann wieder über mich beamen. Da bist du ja wieder oben. Try and smash, spiel mich mal zu dir. Ah, ne, gut, das hat schon gereicht. Oh, sehr schön, ja, das hätte ich mir da auf Fleisch einschwenken können. Ach, hier sieht doch so eine fette Ruine und ein Schlafsack, Alter. Und eine Bulle Korn. Und die Bulle Korn zu hauen, ja. Geile Lampe, Alter. Ja, eben wollte ich auch gerade sagen, braucht er eh gerade keinen. Geiler Schlafsack, Mann. Hab gerade geschlafen. Ne. Den Schönheitsschlaf hast du dringend. Ja, nicht so dringend wie du, hä? Ist denn da eine Wurde? Nee, die auch nicht. Hallo? Hallo? Gibt's bestimmt Eier. Die gibt's bestimmt. Aber für dich nicht. Ich hab du schläfst im Keller. Was im Keller? Aber nur mit dir. Was schon wieder? Seh den Jungen einmal ran. So viele Kisten zum Durchsuchen. Oh. Achso, ja, natürlich. Brauche ich ja gar nicht gucken. Ist ja schon alles leer. Oh, hier unten ist ein Typ! Sei vorsichtig, dass du den Typen nicht haust, der hier gerade hochkommt. Wieso sollte ich den hauen? Nee, hättest du den beim Kampf gegen Monster oder was? Achso, der sitzt so gemütlich auf seinem Stuhl dort bloß. Der macht doch nichts. Oh. Wir müssen uns erstmal ein Haus bauen. Du kannst ja jetzt hier nicht schon geiern durch die Höhle rennen.
Das sagt vor allem der Rieche. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich meine, ich mache ja gar nicht. Machst du wieder gar nicht? Ich mach wieder gar nicht. Außer die ganzen Lampen dabei. Naja, brauchen wir davon aus. Und so ein kleines Fels. Ah, ah. Oder? Du, dort sind zwei Fledermäuse. Ja, die habe ich nicht gesehen. Bin ich einfach mal ganz gekonnt reingerannt. Oh Gott, Max! Mist, Armada! Hast du wieder deine Freunde eingeladen? Tja, ganze Gang. Oh, ich hab Hunger. Ja, ja, oh, schon wieder so ein Vieh. Immer hab ich was. Ja. Hab ich gerade was zu essen? Ja, natürlich habe ich das. Ich würde sagen, wir tun nur mal, wie gesagt, hier diesen Abschnitt hier. Hier, wo ist ja diese Oberfläche, wo die ganzen Kisten rumstehen. Weil die Kisten halt cool sind. Oh, du hast was verloren. Was übersehen, meine ich. Oh, was hab ich denn übersehen? Zwei Kisten. Oh, was war drin? Weiß ich nicht, ich hab die abgebaut. Unten war so. Stand auf einmal alles voll. Nein! Okay. Nein! Oh Gott. Ich bin jetzt zum dritten Mal gestorben, das ist doch nicht normal. Was mache ich denn für die Scheiße? Profis am Werk? Ja, wirklich. Aber sag schon, ich kann mich wirklich direkt zu dir tippen. Vorsicht, dort unten ist irgendwo mein Teil. Naja, das ist hier drüben. Oh, ich hab Scheiße gerotzt. Der hätte auch fast mich getroffen. Der hat mich nur gebracht. Der hat mich nicht nie getroffen. Nee. Also wenn es eine Weltmeisterschaft gäbe im Weitrotzen, dann hätte der es geschafft. Gibt's bestimmt irgendwo, Thailand. Chorfragment, Medizin. Oh, oh, was bist du denn? Darts. Boah, was hier für gruselige Monster rumrennen. Hier war gerade eine Krabbe. Eine Krabbe? Die hat einen ganz kleinen Krabbenpanzer drauf, bis sie mir ganz frech ihr Gesicht zeigt und dann zum Angriff torcht. Ach, die, ja genau, die kenne ich. Wenn es nicht mehr sage, also. Ich habe auch keine Fackeln mehr. Oh Gott. Also gehen wir jetzt wieder hoch. Jo. Gut. Da haben wir ja das den guten Stuff hier unten rausgeräumt. Ich kann dir hier oben auch gleich mal von dem ganzen Zeug. Was abgeben? Nicht. kommt mir so weit. In eine Knifte geben. Also ich habe hier. Eine Knifte? Na, keine Knifte, sondern eher was zum Stechen, Hieben oder sonstiges. Ich wollte schon sagen, warum willst du mir ein Brot geben? Naja, eine Knifte ist eigentlich eher eine Knarre, ne? Oh, wie geil ist das denn? Ich hab... Unterschiedlich. Ich hab... Wie nennt man das Ding? Ein Wedding Skirt im Englischen, also ich hab eine Hochzeitskleid. Geil! Ah, amore mio, sei meine Frau. Ja, darüber müssen wir uns schon mal kennensorgen, wenn wir. Jetzt muss ich ja erstmal kurz mal das.
Also ich habe Dartpfeile gekriegt. Also das ist eh noch. Ach, das kenne ich, das ist cool. Ja, und dann habe ich aber auch noch ein Dings gekriegt hier, ein Schwert. Kannst du ein Damit kann Doppelschwert ich. machen? Ah, da kann ich aber nie die Special Ability benutzen, glaube ich. Hä? Special Ability. Naja, die meisten Waffen haben ja auf Rechtsklick dann noch so eine Sonderfunktion, aber die nicht. Nee, dann würde ich dir, würde ich dir das die Doppelklingen geben. Okay. Warte, kann ich dir die geben? Kann ich irgendwie mit dir handeln? Warte, ich leg's hier in die Kiste. Nimmst du aus der ganz oberen Kiste, wenn du hier den ganzen Platz leer geräumt hast. Die Alte sitzt im Dunkeln da drinnen. Hallo? Würden Sie meine Sachen wieder hinstellen? Ja, sorry. Du Alter. Oh, sehr schön, ich hab zum einen noch. Ich hab dir mal einen Stuhl unterm Arsch weggeklaut. Hey. Stehen bleiben! Da, du wirst mich niemals kriegen. Polizei! So. So, halt wie gesagt, wenn wir immer drumherum sind, wir wissen ja schon, oh Wunder, wir werden wohl auf ein Portal stoßen. Oh Wunder. Dieses sollten wir finden, damit wir vernünftig bauen können. Wenn ich mal treffen kann, der. Das ist so ganz schön schwierig. Guck mal, da unten ist so ein Ding hier, was du gerade getötet hast mit roten Ohren. Das Oh. leuchtet so im Dunkeln. Sieht schön aus. Sieht gefährlich aus. Ich hab wieder einen Schlafsack, aber den kannst du mal liegen lassen. Wir nehmen nur die Lampe mit. Die Das Lampe ist wichtig. unten rum. Oh Gott, das ist hier böse. Das ist so geil, man hier einfach eine Barriere bauen kann. Na? Oh, das war. Kann ich finden. Weiß ich nicht. Also nicht Wie hast du mich nur. gesagt? Man hört nur das, was man hören will. Ja, genau. Jedenfalls weiß ich ganz genau, was du sagen willst. Ach ja, was denn? Dass bei mir alle Spiegel kaputt gehen. Aus mysteriösen Umständen. Ich daran, dass du so ein Trampeltier bist. So, jetzt bin ich das Trampeltier. Ja, genau. Ganz toll. Wie das zu deiner Mutter. Na, willst du auch was machen? Wollte Also, uns hier wird mal. gepiekt. Jedes Monster Wie du mich mitnimmt. hier einfach meinem Tod überlässt. Bin ich dumm? Nö. Hallo, ich doch nicht. Ja, wie gesagt, wir müssen ja hier gegen jedes Monster kämpfen. Tja. Hier, böses Monster. So. Ein ganz normaler Waldplanet, wo scheint unser Stoffplanet hier? Na hier, dein Fliegen. Dein Vogelinsekt wieder, zweimal gleich. Und dreimal. Ha, I wanna know. Oh, drüber gedacht. Nein, verdammt. Oh, dabei bin ich so schön drüber gesprungen. Ich glaube, da wollte kuscheln. Oh nein, jetzt habe ich den Vogel geklaut gehauen.
Stark ist er ja nicht. Ne, zwei Hiebe. Au, au, au. Oh, jetzt, oh, wer bist du denn? Oh, ein Händler. Oh, der hat eine primitive Toilette im Angebot, nehme ich. Und primitive, abstrakte Kunst, nehme ich. Du musst eine Kohle haben, ey. Ja, also. Das ist dann. 100. War's schon. Der hat eine Knifte im Angebot. Also, okay, das geht nicht, Knifte, Gott verdammt. Knorr. Aber dem könnte man jetzt sogar sinnlosen Schund verkaufen. Ich hab keinen sinnlosen Schund. Alles wie ich es nicht. Der hat jetzt. Hast du das Holz bei dem Witz mitgebracht? Die ganze schöne Welt gab heute. Der hat mir den seinen ganzen Händlerstand weggebaut. Ich glaube, du hast einen neuen Freund. Na, der hat ja kein Zuhause gerade, du Arsch. Der geht wieder. Was bist du denn? Ha, ich hab dich gesaved. Oh, nicht wahr. Das Schlavier, Mann. Hey. Was ist das denn? Oh, ist wo gibt's? Oh, na, oh Gott, das ist jetzt Sumpfwasser. Der guck mal, die heilen. Wir hatten jetzt nicht viel gebracht. Oh, hier ist ein Sumpfwasser. Der Mensch, du Portal. Was? Oh, natürlich fehlen uns 8 Chorfragmente. Hast du zufällig hier diese roten Chorfragmente gefunden? Ich habe 3. Ach fuck, da fehlen uns noch viel. Oh! Na? Glaub mal bitte Frogman jetzt die gesamte Bude auseinander hier. Nee, die gesamte Bude nicht. Das muss schön. Nee, lass mal die Lampe hängen. Das sind solche Buden, die lasse ich immer gerne stehen. Das ist halt keine. Ja, halt hier daneben so steht dann eine. Ja, aber was wir mal kurz machen können, beispielsweise, ist mal kurz die Tür. Oh Gott. Ach so, die Tür darfst du klauen. Nee, ich will die nicht klauen. Ich will das Zeug mal, also so manche Sachen mal kurz abbauen. Zum Beispiel das Dach auch dort oben. Ach so. Um den Bauplan zu kriegen. Nur zum Beispiel das Wort Bauteil. Die Kette an dem das Ding hier hängt. Und hier diese gezwirbelten Sachen. Nur die Kette geht. Die hat man schon. Hey, rennt da schon ganz frech. Ohne mich, was erkundest du da drüben? Nix. Nur klar. Ich bin bloß im nächsten Haus. Guckst dir schon die ganze schöne Inneneinrichtung ohne mich an? Ja, genau. Was ist denn für eine Pflanze? Dann kriegst du bloß Plant Fiber. Hier was Schönes drin. Oh, Bandagen. Oh, hier, guck, der ist näher haltert. Entschuldigung. Der ist erheitert drüber, wenn du seine Kisten ausräumst? Oh, entschuldigung, ich wusste nicht, dass er so weit denkt. Oh Gott, guck mal hier, Alter. Wow. Also das ist, ja. Das ist voll cool. Aber ich würde sagen, da gehen wir in der nächsten Folge runter, hä? Oh nein, es ist schon wieder so weit. Wer hat an der ja, so ungefähr. Kannst du dir das vorstellen? Na doch. So. Also, was da unten in der Ruine ist, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Und wir sehen uns bis dahin. Bis zum nächsten Mal.